Herzlich willkommen in unserem Showroom. Ich bin Anselm von Glowflight und heute zeige ich euch den neuen DJI Agrardrohnen. Drohnentechnik hat in der Landwirtschaft über die letzten Jahre immer mehr Anklang gefunden. Von der Rehkitzrettung über die Feldanalyse bis hin zum Sprühen und zum Streuen. DJI hat die Technik hier immer weiterentwickelt und deswegen zeige ich euch heute die neue T25 und T50. Die Details der Änderungen zeigen wir euch jetzt. Bei den Armverriegelungen hat DJI nochmal nachgebessert. Ihr kennt bestimmt schon die altbewährte Technik der verriegelten Arme. Bei der T50 und der T25 hat DJI nachgebessert. Wir haben den gleichen Klappmechanismus, aber mit einer Sicherheitsverriegelung, wie ihr hier sehen könnt. Die Arme können nicht mehr aufgehen und müssen mit einem extra Hebel entriegelt werden, um den Arm wieder einzuklappen. Wie man auf den ersten Blick ganz klar sehen kann, hat DJI bei den Radarsystemen deutlich nachgebessert. Bei der T30 ist das Radar kaum zu sehen. Die T50 hingegen hat mittlerweile zwei Radarsysteme. Zum einen, um die Umgebung zu scannen, zum anderen, um die Flughöhe bei der Ausbringung optimal gleichzuhalten. Bei den alten Systemen waren zwei FPV-Kameras verbaut. Die T50 hat mittlerweile nur noch eine FPV-Kamera, die zusätzlich mit einem Brushless Gimbal gesteuert wird. Dies hat folgenden Hintergrund. Die Kamera wird nicht nur für die Orientierung des Piloten genutzt, sondern wir können damit kleine Mapping-Aufgaben übernehmen, um die Felder direkt im Flug einzumessen. Viele denken sich, der Umstieg von zwei FPV-Kameras auf eine ist ein Rückschritt. Im Gegenteil, die neue T25 und T50 fliegen dynamischer. Dies bedeutet, die T30 hatte folgendes Flugverhalten. Sie flog bis zum Ende des Wegpunktes, wurde versetzt und flog wieder zurück. T25 und T50 fliegen dynamisch. Bedeutet, sie fliegen zum Wegpunkt, drehen sich und fliegen zur nächsten Mission. Das Sprühsystem hat sich bei den neuen Systemen grundlegend geändert. Beginnen wir beim Tank. T30 hat den Flüssigkeitsstand über einen Schwimmerschalter abgenommen. Die 25 und die 50 haben jetzt fest verbaute Gewichtssensoren, die den Flüssigkeitsstand bestimmen können. Die Pumpentechnik wurde jetzt ausgelagert und befindet sich direkt unten am Tank. Die neuen Pumpen können somit bei Verunreinigungen abgenommen und gesäubert werden. Über die praktische Ablassschraube können Reste im Tank direkt abgelassen werden. In der Vergangenheit hatten wir zur Ausbringung klassische Injektordüsen. Damit hatten wir einen maximalen Durchlass von bis zu 8 Litern pro Minute. DJI geht hier nun einen komplett neuen Weg. Wir haben nun eine erhöhte Pumpenleistung von bis zu 16 Liter pro Minute und zur Ausbringung nutzen wir nun die neue Möglichkeit mit Rotationszerstäubern. Dank der neuen Technik haben wir die Möglichkeit, die Tröpfchengröße individuell über die Software in der Fernsteuerung anzupassen. Auch bei den Streueinrichtungen hat DJI nochmal deutlich nachgebessert. Wie ihr bei den alten Modellen sehen könnt, ist das Ausbringsystem direkt im Rahmen verbaut und die Wiegezellen an dem Tank. Bei den neuen Systemen hat DJI hier ein ganz neues Konzept. Der Ausbringteller ist deutlich tiefer, wobei das Streubild deutlich besser wird und die Wiegezellen, wie bereits bekannt, wurden an der Drohne verbaut. Größere Drohnen brauchen natürlich auch mehr Leistung. Um einen durchgehenden Flugbetrieb gewährleisten zu können, haben wir jetzt ein neues Ladegerät mit bis zu 9000 Watt Ladeleistung. Um die Akkus beim Laden entsprechend zu kühlen, hat DJI eine passende Box, die über die Ladestation mit Strom versorgt wird. Die Akkus an sich wurden nochmal verbessert und mit eigenen Kühlrippen ausgestattet, damit wir während des Fluges eine optimale Temperatur der Akkus gewährleisten können. Dieser kleine Wunderkasten im Übrigen ist eine super Ergänzung zu der neuen Fernsteuerung. Dank diesen Repeaters haben wir die Möglichkeit, die Funkstrecke zur Drohne nochmal deutlich zu erhöhen. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, über Hindernisse hinweg die Drohne zu steuern und die Funkverbindung weiter aufrechtzuerhalten. Apropos Steuerung, auch hier hat DJI nachgebessert. Wir haben von der RC Pro gewechselt zu der RC Plus. Darauf hat der Pilot wesentlich besseren Einblick und auch sehr viele neue Features. Auf die Features werden wir im Nachgang noch eingehen.
Wie bereits angesprochen, hat sich auch die Software der Fernsteuerung deutlich geändert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nicht nur die Ausbringung zu planen, sondern unsere Felder durch die Drohne und mit der verbauten FPV-Kamera entsprechend zu mappen. Durch die Drohne selbst kann eine eigene Flugarea erstellt werden und daraufhin die Planung durchgeführt werden. Ihr seht hier zum Beispiel eine aufgenommene Fläche, wo die aktuellen Daten hinterlegt sind, nicht nur die Satellitendaten aus Google Maps oder aus AMAP. Zudem habt ihr gleich einen Überblick über die eingeplanten Felder, die in eurer Region bereits erledigt wurden. Nähere Details werden wir euch in Kürze noch vorstellen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Neuerungen der T25 und T50 geben. Weitere technische Details findet ihr hier auf unserer Webseite. Solltet ihr noch Fragen haben, lasst uns einen Kommentar da oder schreibt eine E-Mail an agras@globe-flight.de. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben hier oder abonniert unseren Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.